Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Bundesliga-Analyse und zwar möchte ich heute einmal einen Blick auf den Abstiegskampf werfen. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Wer könnte am Ende der Saison absteigen bzw. schafft es in die Relegation? Darüber wollen wir heute einfach mal mit euch sprechen. Natürlich geht es da ganz besonders um Hertha, Stuttgart, Bielefeld und Augsburg, die momentan die Plätze 17 bis 13 bzw. bis 14 befüllen. Darüber geht's heute. Bevor ich damit beginne, natürlich noch der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein mit dem heutigen Video. Ihr könnt mir auch noch ganz gerne auf Instagram folgen. Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, starten wir jetzt rein mit der aktuellen Tabelle. Denn momentan muss man sagen, dass der gesamte Abstiegskampf wahnsinnig eng ist, dass die Teams sehr nah beieinander stehen und teilweise auch ja, gewisse Entscheidungen, die Tordifferenz am Ende wichtig sein können. Auf Platz 14 haben wir Stuttgart mit 26 Punkten. Platz 5 bzw. Platz 13 ist sehr, sehr weit weg mit 31 Punkten und scheint erstmal vorerst gerettet zu sein, sollte es nicht plötzlich zu einem Wechsel der Form kommen. Denn nämlich Platz 13 ist der VfL Wolfsburg. Dann haben wir auf Platz 15 den FC Augsburg, auch mit 26 Punkten, genauso wie Platz 16 Hertha BSC. Hat auch 26 Punkte. Jedoch muss man sagen, dass Hertha BSC eine Tordifferenz von minus 31 hat. Die ist doppelt so schlecht wie die von Augsburg und Stuttgart. Und dann haben wir noch Platz 17. Ja, Arminia Bielefeld momentan ein Punkt weniger als Hertha und Stuttgart und Augsburg. Und hat, ja muss man sagen, in den letzten Spielen wirklich keine gute Form abgegeben. Ich würde sagen, gehen wir auch direkt auf Arminia Bielefeld ein. Grundsätzlich muss man sagen, dass Frank Kramer in dieser Saison nicht seinen Spielstil auf den Platz setzen kann. Die Teams setzen nicht ganz in den taktischen Ansatz um. Der Kader hat sich qualitativ ein bisschen verschlechtert. Und man muss es halt eben so sagen, Leute, die letzte Saison Arminia Bielefeld zum Klassenhalt getragen haben, sind in dieser Saison eben nicht mehr so stark und grundsätzlich muss man hier zusammenfassen, dass Arminia Bielefeld momentan eine sehr schwache Form aufzeigt. Die letzten vier Spiele wurden alle verloren. Man hat gegen Mainz mit 4 Toren Unterschied verloren und hätte sogar noch 1-2 Tore kriegen können. Und grundsätzlich erkennt man bei Arminia Bielefeld, dass momentan dort überhaupt nichts zusammenläuft. Dass das Team geschwächt ist, das muss man auch sagen, gerade sehr viel Pech bei Arminia Bielefeld natürlich ist, mit Corona-Ausfällen, mit natürlich auch unter anderem Ausfällen mit allgemein durch Verletzungen und dann natürlich mit der eigenen Chancenverwertung. Aber grundsätzlich muss man eben sagen, dass der letzte Sieg, der Sieg gegen Union Berlin war und der war auch nur relativ glücklich erzielt und davor hat man nur gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und so richtig muss man halt eben sagen, lässt sich bei Arminia Bielefeld kein Spielstil mehr herauskristallisieren. Die Mannschaft steht momentan für nichts und verdammt muss man auch sagen, die 6-Punkte-Spiele gegen Augsburg, das wurde verloren und das wäre so wichtig gewesen, um den Klassenhalt irgendwie klar zu machen und dort hat man schon die erste Chance verspielt, weshalb man jetzt tief unten drin sitzt. Man muss sagen, Arminia Bielefeld hat trotzdem noch Chancen. Sollte zum Beispiel ein Trainerwechsel getätigt werden, dann können dort positive Effekte entstehen, die natürlich das ganze Team nochmal neu aufbauen könnten. Momentan aber erkennt man bei Arminia Bielefeld kein Konzept, weshalb ich prognostizieren würde, dass Arminia Bielefeld trotz einer eigentlich relativ guten Hinrunde auf Platz 17 landen wird. Wobei man auch da sagen muss, dass es vor allem jetzt um die nächsten Spiele geht, denn man spielt die nächsten 3 Spiele gegen Stuttgart, Wolfsburg und Bayern. Und sollte man 3 Punkte gegen Stuttgart holen, ist diese komplette Situation wieder verändert. Und das wird ein zentraler Spieltag für den Abstiegskampf. Jetzt gehen wir mal auf Platz 16, Hertha BSC. Grundlegend muss man sagen, die Form von Hertha ist eine Katastrophe. Die letzten 10 Spiele, davon wurden 8 verloren. Man hat wirklich gesehen, dass das Team momentan mehr als verunsichert war. Dass Taifun Korkut ein Katastrophentrainer war, der sein Spielkonzept nicht variabel genug war, um es an die Bundesliga anzupassen. Man muss halt eben sagen, dass Taifun Korkut das Team in diesen Abstiegskampf geführt hat, dass man gegen Fürth verloren hat, dass man gegen Union verloren hat, dass man gegen Köln verloren hat, zeigt halt eben, dass Taifun Korkut kein guter Trainer ist und dass jetzt dementsprechend auch der Trainerwechsel getätigt wurde. Aber dieser Trainerwechsel, Felix Magath, ist ein Trainer, der hat Teams bereits aus dem Abstiegskampf getragen, hat bereits beim 13-0 gegen Hoffenheim gezeigt, in welche Richtung es jetzt hier geht. Er hat eine neue Mentalität aus diesem Team herausgezaubert. Und ich bin mir relativ sicher, dass Hertha BSC jetzt durch den Sieg Selbstvertrauen tankt, dass man gesehen hat, was das Team für eine Qualität hat und dass diese Qualität auch in den nächsten Spielen zu erkennen ist und dass auch dementsprechend eine gewisse andere Note zu erkennen ist und dass vor allem die nächsten Gegner
Leverkusen, Union und Augsburg schlagbar sind, das ist wichtig herauszukristallisieren. Augsburg und Union sind schlagbare Gegner, vor allem aber auch Leverkusen, weil diese aktuell sehr viel Verletzungspech hatten. Und man muss halt eben sagen, mit dieser veränderten Mentalität und einem gewissen anderen Taktik, jetzt dieses 4-1-4-1 und diese Kompaktheit, damit lässt sich auf jeden Fall die nächsten Spieltage einfach gut angehen. Weshalb ich prognostiziere, dass Hertha BSC am Ende der Saison mindestens auf der 15 steht. Wenn man diese aktuelle Form, das Spiel gegen Hoffenheim, bestätigen kann, wenn weiter Selbstvertrauen getankt wird und wenn man vor allem das Derby gewinnt, dann bin ich mir sicher, dann schafft man es. Und zwar ohne Relegation. Gehen wir mal auf den FC Augsburg. Der FC Augsburg, ja, hat aktuell 5 Niederlagen in Folge und hat mit Markus Weinzierl einen momentanen Trainer, der so ein bisschen stagniert. Man hat gegen Stuttgart das 6-Punkte-Spiel verloren, hat vorher natürlich gegen Bielefeld gewonnen, gegen Dortmund unentschieden gespielt. Hat meistens sehr viel Pech bei den Niederlagen, man verliert meistens so mit 1-2 Toren Abstand und ja, nach dem Spiel sitzt man hier und sagt, hätte besser laufen müssen. Und grundsätzlich muss man sagen, das Augsburger Team hat eine gewisse Qualität, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Gefühlt muss jede Saison sehr viel Dusel aufgenommen werden, um nicht abzusteigen. Und da helfen halt eben diese schlechten Konkurrenten. Und grundsätzlich muss man halt eben sagen, holt Augsburg ja gegen, sag ich mal, gegen höhere Teams, gegen Bayern, Dortmund oder halt eben auch Eintracht immer gute Punkte und kann dementsprechend auch dort gewinnen. Und dementsprechend steht halt Augsburg sehr verdient auf dem 15. Tabellenplatz momentan. Man muss aber halt eben auch sagen, die nächsten Gegner sind Wolfsburg, Mainz und Bayern. Keinesfalls einfach. Und dort muss Augsburg eine gewisse andere Stabilität beweisen. In der letzten Zeit war Augsburg sehr defensiv instabil. Man muss so sagen, 3 Tore gegen Stuttgart, aber natürlich auch 2 Tore gegen Freiburg haben halt eben bewiesen, dass das Team nicht stabil genug ist und dass manchmal ein Teamgeist fehlt. Ich glaube, Augsburg wird am Ende der Saison auf Platz 16 stehen. Wobei ich mir aber mindestens mal sicher bin, dass Augsburg das in der Relegation schaffen wird. Ich bin mir sicher, sie stehen vor Bielefeld, aber hinter Hertha BSC. Das Spiel gegen Hertha wird wichtig sein. So viel kann man sagen. Ja. Gehen wir jetzt auch zuletzt auf VfB Stuttgart ein. Sehr viel Pech diese Saison. Stuttgart hatte sehr viel Pech diese Saison. Da kam alles zusammen. Verletzungen und dann halt dementsprechend auch noch Unglück in den Spielen. Und mit Pellegrino Matarazzo hat man durchaus einen richtig kompetenten Trainer. Aber man muss halt eben auch sagen, dass es teilweise verdient war. Die letzten Spiele waren viel besser. Man hat gegen Gladbach gewonnen, gegen Augsburg gewonnen. Man hat wieder ein anderes Gesicht gezeigt, ein kämpfendes Gesicht. Ein Mentalitätssieg war das gegen Augsburg, das hat man gesehen. Und die Fans waren dabei und haben dieses ganze Team angepeitscht. Ich glaube, Stuttgart wird am Ende der Saison vor Hertha und vor Augsburg und vor Bielefeld stehen, weil halt dort eine gewisse andere Mentalität verkörpert wird, weil jetzt aber auch eben die Gegner einfacher werden. Bielefeld, Hertha sind noch direkte Duelle und da bin ich mir sicher, wird Stuttgart punkten. Und da bin ich mir relativ sicher, dass deswegen Stuttgart vorerst nicht, ja, abgestiegen wird. Und ich denke, Stuttgart wird den Klassenerhalt packen. Gebe ich nochmal auf den letzten Kandidaten ein, VfL Bochum. 5 Niederlagen in Folge und ich möchte nur daran erinnern, dass der VfL Bochum noch nicht gerettet ist. Genauso wie Wolfsburg. Ich erinnere an letzte Saison, Werder Bremen. Nach einer guten Hinrunde sind sie abgestiegen. Und das kann ich mir auch bei VfL Bochum vorstellen, weil halt eben dort dementsprechend, ja, nach ein paar Niederlagen wieder es komplett anders aussieht. Vor allem, wenn die da unten anfangen zu punkten. Und in dieser Hinsicht bin ich einfach mal gespannt, ob es möglicherweise, wenn denn noch in 3 Spieltagen nochmal 3-mal verloren wird, ob man denn wirklich dort da unten wieder drin steht. Genauso wie Werder Bremen, ein Team aus dem Mittelfeld hat immer noch die Chance abzusteigen. An dieser Stelle möchte ich dieses Video für heute beenden. Abonniert gerne den Kanal, like gerne dieses Video, folgt mir gerne auf Instagram. Wir sehen uns morgen tatsächlich zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt heute mal diesen Abend, genießt den Sonntag. Wir sehen uns und tschüss.